Kennst du folgende Situation? Du hast einen Spread verkauft, also entweder einen Bear Call Spread oder vielleicht auch einen Bull Put Spread. Und jetzt willst du diese Position schließen, aber es wird nur ein Teil dieser Position geschlossen und ein anderer Teil, der bleibt offen und du musst zuschauen, wie diese Option wertlos verfällt. Wie du das Ganze umgehen kannst und warum du das unbedingt umgehen solltest, das erfährst du alles in diesem Video, denn du bist hier richtig bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist nach wie vor Jens Rabe und bleib dran, gleich gibt es die Erklärung. Wir erklären das Ganze natürlich wieder an einem Beispiel. Und zwar stell dir folgende Situation vor. Du hast hier irgendeinen Kurs, egal was das jetzt ist, ob jetzt eine Aktie, ein Future, was auch immer. Und du verkaufst hier einen Spread, also einen Bull-Put-Spread. Das bedeutet, indem du verkaufst hier einen Put und du kaufst einen Put zur Absicherung. So, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Zahlenbeispiel. Wir sagen, für den bekommst du $200 bekommst du bezahlt und für den hier gibst du $80 aus, sodass du also insgesamt eine Einnahme hast von $120. So. Und jetzt machen ganz, ganz viele einen Fehler, der eigentlich richtig teuer ist. Und zwar machen sie Folgendes. Je nachdem, ob das jetzt Aktienoptionen sind, ob das Future-Optionen ist, was auch immer, viele haben ja für verkaufte Optionen irgendeine Rückkaufregel. Ne? Also das heißt, wenn beispielsweise die Optionen jetzt bis hierher laufen, dann lassen ja die allerwenigsten diese Optionen wirklich wertlos verfallen, sondern sie kaufen sie im Vorfeld zurück. So, und jetzt habt ihr das vielleicht bei mir im Buch gelesen, irgendwo anders gesehen, auch in einem Seminar gehört, in einem YouTube-Video gesehen, was auch immer, dass ihr zum Beispiel bei 50%, bei 80%, wie auch immer, wenn so und so viel Gewinn angefallen ist, dass ihr dann diese Optionen zurückkauft. Und jetzt machen viele folgenden Fehler, nämlich, sie sagen jetzt, okay, dann rechne ich mir, wir sagen mal 80%, okay, ich nehme eine andere Farbe dazu, damit ihr das auch seht, also 80% von 200 sind also 160, das heißt, wenn $160 Gewinn in dieser Aktie da sind, oder dieser Option besser gesagt, das heißt, also wenn hier der Restwert 200 minus 160, wenn der also bloß noch $40 beträgt, so, dann kaufen Sie diese Option zurück. Das heißt, Sie legen hier eine Order rein, kaufe die Option für $40. So, und dieser Trade, der wird auch immer einzeln ausgeführt werden. Warum wird er immer einzeln ausgeführt? Ganz einfach, weil du gibst ja jetzt $40 aus. Das heißt, irgendein anderer bekommt diese $40. Du weißt, immer wenn du eine Option handelst, gibt es immer einen Käufer und einen Verkäufer. Wenn du der Käufer bist, gibt es einen Verkäufer. Bist du der Verkäufer, gibt es einen Käufer. So, das heißt also, wenn du jemanden $40 anbietest, dann wird sich immer jemand finden, der dieses Geld nimmt, und wenn es im schlimmsten Falle ein Market Maker ist. Das heißt, diese Position hier oben zu schließen, diese Teilposition, ist überhaupt kein Problem. Jetzt müssen wir bloß überlegen, was ist denn jetzt passiert? Mal angenommen, jetzt ist Folgendes passiert, nämlich diese Option hier, die ist mittlerweile auch deutlich gefallen und die ist bloß noch $10 wert. Okay? Also die ist jetzt bloß noch $10 wert. Und jetzt gehen viele her und sagen, okay, jetzt wollen sie dann auch noch diese Option hier schließen. Und was? Und das geht dann oftmals nicht. Ne? Oftmals geht das ganz einfach nicht. Und sie sagen jetzt, okay, ich habe die jetzt immer noch im Depot. Das ist jetzt nicht grundsätzlich erstmal tragisch, weil es ist eine Long-Option. Das heißt also, das Risiko, du hast kein Risiko außer dem Kaufpreis, den du mal hattest. Das kann also nie schlimm enden, egal was jetzt passiert. Und aber am Ende musst du trotzdem diese Option wertlos verfallen lassen. Und erstens klären wir jetzt mal ab, warum ist das so? Warum verfällt diese Option wertlos? Warum kannst du sie nicht schließen? Und das ist Folgendes. Du hast ja am Anfang diese Option gekauft, ja? Du hast Geld ausgegeben. Jemand hat also Geld von dir bekommen. Jetzt aber, wenn du sie schließen willst, passiert genau das Gegenteil. Das heißt, du willst jetzt, dass dir jemand Geld gibt. So, und wenn dir jemand Geld geben soll, dann muss der kaufen. Jetzt überleg mal, wenn so eine Option ganz kurz vor dem Verfall ist, vielleicht noch ganz weit weg aus dem Geld, also weit von dem aktuellen Preis entfernt, ne? Warum sollte dir dann jemand
$10 geben. Ja? Wenn zum Beispiel das Delta hier bloß noch 0,00 irgendwas ist, dann gibt es einfach niemand, der dir diese Option noch abkauft. Du willst etwas verkaufen, du sagst auch, hey komm, für einen Zehner gebe ich es her, aber es gibt einfach niemand, okay? Es gibt niemand, der sagt, ich gebe dir die 10 Dollar. Und jetzt sagen manche, hey, es sind doch aber nur 10 Dollar. Ja, aber an der Börse hat niemand etwas zu verschenken. So, und das ist natürlich tückisch, weil jetzt musst du diese Option auslaufen lassen und jetzt passiert Folgendes. Du hast ja hier insgesamt $120 eingenommen. Ja, das war der gesamte Spread. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt gibst du $40 hier oben aus für den Rückkauf dieser Option und die $10 hier unten, die verfallen ja jetzt auch nochmal. Das heißt also, insgesamt hast du jetzt, obwohl du $120 eingenommen hast, nimmst du jetzt nur, also du hast $120 Einnahme gehabt, du gibst jetzt $40 aus, so, und hast jetzt hier also insgesamt $80 verdient, okay? So, wenn du auch mal genau ausrechnest, wenn du den Spread 100% machen würdest, so, dann hättest du hier ein bisschen mehr verdient, ne? Weil 80% von 120, das ist nämlich ein bisschen mehr, das sind nämlich, lass mich ganz kurz überschlagen, ich glaube 84 müssten das sein oder so. Jetzt könntest du sagen, hey, das sind ja nur $4, ne? Aber das verschlechtert jedes Mal so ein bisschen deine Situation. Und das ist jetzt nichts Dramatisches, das ist nichts Schlimmes, aber du könntest es besser machen. Und wie kannst du das besser machen? Ganz einfach. Wenn du so einen Spread eröffnest, dann gib immer eine Rückkauforder für den gesamten Spread ein. Okay? Das heißt, gib nicht eine Rückkauforder hier für diesen Put ein und dann auch noch für diesen Put, sondern mach es für alle beide. Das heißt also, sag, ich möchte hier diesen Spread zurückkaufen, wenn er eben bloß noch, was weiß ich, gucken wir mal schnell, $24 wert ist. 24, so, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass du den dann gefüllt bekommst und dann hättest du nämlich verdient, jetzt können wir sagen, 96 Dollar, so, und ob du nun 80 verdienst oder 96, das ist ein 20% Unterschied und das ist relativ viel. Also wenn du jedes Mal 20% von deinem Gewinn verschenkst, bei deinen Verlusten, da verschenkst du in der Regel nichts, sondern die bleiben so, wie sie sind. Und das macht insgesamt dir so ein bisschen die Bilanz kaputt. Und deswegen versuche, wenn du Spreads handelst, wirklich auch den Rückkauf immer so zu gestalten, dass du den kompletten Spread zurückkaufst. Okay? Wenn du die jetzt, manchmal passiert das gerade, wer von euch mit der TWS handelt, dass du die Order zwar als Spread aufgibst, die beiden Optionen dann aber einzeln auftauchen in der TWS, dann musst du das als Spread nochmal als Spread-Order eingeben. Ne? Also wer das jetzt nicht weiß, wie das geht, meldet euch bei uns hier, zum Beispiel im Strategiegespräch, und da können wir euch erklären, wie wir euch da helfen können. Und das sind aber so diese kleinen, feinen Tricks, wie man, angenommen, du machst das bislang immer so, und jetzt wüsstest du, okay, ich muss das über ein Spread machen, wie du automatisch deine Gewinne um 10%, 15%, 20% steigerst, ohne dass du irgendwas anders machst. Nur weil du an einer Mini-Stellschraube drehst. Ne? Und da gibt es halt gerade im Optionshandel, aber auch beim Börseninvestment allgemein, bei Langfristanlagen, da gibt es so viele Stellschrauben, wo du deine Performance hochkriegen kannst, ohne dass du überlegen musst, ich mache das so oder ich mache einen besseren Trade oder ich suche bessere Underlyings. Es sind diese vielen kleinen Sachen, die du eben vielleicht hier mal jetzt in dem Video hörst, aber vielleicht auch nicht in der Gänze dann schon umsetzen kannst, aber wo es so viele gibt, die am Ende richtig viel ausmachen. Und wenn du jetzt sagst, ah, okay, das habe ich jetzt verstanden, vielleicht aber auch nicht, aber ich möchte einfach gerade auch in dem Thema Optionshandel, Börsenhandel, Investment, langfristig und so weiter, wenn ich da besser werden möchte, ne, dann habe ich ein Angebot für dich, dann gibt es hier unten einen Link, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Einer meiner Kollegen ruft dich dann an, dann klärt ihr mal ab, ob du für eine Zusammenarbeit mit uns in Frage kommst und dann zeigen wir dir in einem Gespräch mal auf, was du konkret, du, nicht irgendjemand, sondern was du ganz konkret machen kannst, damit sich deine Performance, damit sich deine Entwicklung an der Börse einfach langfristig verbessert. Optionsstrategien.com/termin, Link ist hier unter dem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder dann nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.